Hey Leute, jetzt, wo endlich die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, haben wir direkt die Chance ergriffen und ein Lookbook für euch abgedreht. Meine allerliebsten Schwarz-Weiß-Outfits. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Das erste Outfit ist eine Kombination zwischen sportlich und feminin, dadurch, dass die Hose schon sehr speziell ist, aber doch diese mädchenhaften Rüschen unten am Bund. Deswegen bin ich oben auch eher etwas basic geblieben. Also ich habe es mit einem weißen Basic-T-Shirt von H&M kombiniert und dazu eine Bomberjacke von Nike aus der Black and White Edition. Das Tolle an diesen Black and White Outfits finde ich, dass die einfach nie aus der Mode gehen. Das sind Teile, an denen man sich nie satt sieht und man die zu allem kombinieren kann. Das Outfit ist ein perfektes Frühlingsoutfit, also wenn es morgens noch ein bisschen frischer ist und nachmittags warm wird, kann man die Jacke auch wunderbar über die Schultern hängen. Die Schuhe, das sind Ankle-Boots, die habe ich bei Zara entdeckt, die sind super bequem. Und die Hose gibt es bei ASOS, den Gürtel habe ich mal bei Michael Kors gekauft. Und wie gesagt, das T-Shirt ist von H&M und die Bomberjacke von Nike. Das nächste Outfit ist eher ein Outfit für sonntags oder wenn man vorgibt, man hat super viel Sport gemacht. Oder was ich auch den Mamas sehr empfehlen kann, zum Beispiel wenn es morgens schnell gehen muss, man es trotzdem gemütlich halten und dennoch stylisch aussehen möchte, also dann kann ich euch dieses Outfit hier wirklich sehr ans Herz legen. Was mir an den Sportschuhen hier besonders gut gefällt, ich kann den Namen übrigens überhaupt nicht aussprechen, ist dieser seidige Effekt in der Sonne, finde ich richtig schön. Obenrum bin ich komplett schwarz geblieben, auch hier wieder die Bomberjacke aus dem ersten Outfit. Ich wollte hier die weiße Hose im Fokus halten, die ist übrigens ein bisschen kürzer geschnitten, also perfekt für Leute, die so kurze Beine haben wie ich. Die Hose ist auch aus der Black and White Edition, genauso wie die Schuhe und die Bomberjacke, wie bereits schon erwähnt. Dieses Video ist übrigens in Kooperation mit Nike entstanden. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ganz am Anfang. Outfit ist, würde ich sagen, das perfekte Shopping-Outfit, kombiniert mit super bequemen Schuhen, eine super bequeme Hose. Das ist die Jamie-Hose von Topshop, die ich auch schon mal in meinen Favoriten-Videos vorgestellt habe und eine Shopping-Bag und einen gemütlichen, sportlichen Pullover. Die weißen Schuhe leuchten nicht nur so in meinem Video, die leuchten in Real Life wirklich auch so extrem. Die sehen super nach Sommer und Frühling aus und sind wirklich sehr bequem. Wenn ich meine kurzen Beine optisch etwas verlängern möchte, stopfe ich vorne einfach meinen Pullover rein. Das mache ich fast mit allem, auch meine T-Shirts. Das Gute an dem Pullover ist allerdings, dass er sehr lang ist. Man hat vorne übrigens auch so ein paar Taschen, wo man die Hände schön reinlegen kann, sehr gemütlich. Und man kann dazu auch super eine Leggings tragen. Jetzt kommen wir zum vierten Outfit und das ist ein Outfit, was man auch aufpimpen kann, also auch mal eher etwas schicker tragen kann. Ich habe mich jetzt allerdings auch wieder für eine eher etwas gemütlichere Variante entschieden und zwar mit den wunderschönen Schuhen. Die sind jetzt noch etwas zu kalt, aber die gibt es gerade bei Zara zu kaufen. Das Top hat auch einen sehr interessanten Schnitt, also weil es ein bisschen zu kalt ist, habe ich darunter noch ein Basic-Shirt von H&M getragen in schwarz-weiß. Man könnte es, wenn es wärmer draußen wird, natürlich auch komplett ohne alles tragen, finde ich auch sehr schön. Ich war einfach schockverliebt in dieses Oberteil, weil es so überladen mit Details ist. Der Schnitt ist speziell, der Stoff ist speziell, die Ärmel sind speziell und dann auch noch die Knopfleiste am Rücken. Also ich finde dieses Oberteil einfach mega. Und jetzt sind wir auch schon am letzten Outfit angekommen. Es ist auch wieder eine Kombination zwischen sportlich und feminin, dadurch, dass der Pullover
also eher ein Pullover-Kleid ist mit schön Tüll. Und ich habe es jetzt mit einem Corsage-Gürtel kombiniert, weil der Pullover schon sehr weit ist. Ich habe immer das Gefühl, dass ich noch so ein bisschen mehr Form brauche, dadurch, dass ich eine etwas größere Brust habe. Wenn ihr jetzt eine kleinere Brust habt, könnt ihr den Pullover natürlich auch super ohne Gürtel tragen. An sonnigen Frühlingstagen kann man es natürlich auch ohne Jacke tragen, aber ich habe jetzt hier dazu eine Bomberjacke kombiniert. Ich finde, das ist so ein richtig schöner Lagenlook. Die Bomberjacke ist so ein bisschen fake, also sie gibt vor, dass man ein Hemd trägt, auch wenn man kein Hemd trägt. Man kann das nämlich auch rausmachen. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, 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 dass euch das Lookbook gefallen hat. Und Alex und mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht beim Drehen, auch wenn es viel Arbeit ist. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Ciao.